Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Elektronikvideo hier bei eHajo. Ich habe uns was mitgebracht. Eine Wetterstation. Jetzt kennt jeder, der diese Wetterstation in der Heimat, das Problem, die geht einfach kaputt. Also ich habe jetzt, ich kann, und die kostet jetzt 150 Euro oder sowas. Ich habe bisher noch keine Wetterstation gesehen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe noch keine gesehen, die nicht nach 1, 2, 3 Jahren kaputt ging. Warum auch immer. Es ist eigentlich völlig grundlos, weil die Batterien funktionieren. Ich habe ja mit Reset probiert, also es gibt eigentlich keinen Grund, warum so eine Wetterstation kaputt geht. Sie verlieren, also so meine Erfahrung, einfach irgendwann diese Funkverbindung. Ich glaube nicht, dass eine Spule oder eine Antenne verschleißen kann. Von dem her, geplante Obsoleszenz. Böse, böse Gerüchte, die ich hier in den Raum werfe. In diesem Video, weil mich das so nervt, dass das Zeug immer kaputt geht, bauen wir diese Wetterstation um für Home Assistant auf einem ESP-Prozessor und wir bauen gleich ein paar andere coole Dinge ein. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Im ersten Teil, also in diesem Video, bauen wir sie um. Wir schrauben sie auseinander, schauen mal, was drin ist, schauen, ob wir das irgendwie wiederverwenden können. Dann habe ich ganz viele Sachen mitgenommen. Alles, was ihr hier seht, links in der Videobeschreibung unten dann. Ich habe einen ESP 12F, so diesen kleinen ESP86er, habe ich uns mitgenommen. So ein ESP86, glaube ich, müsste es sein. Mit einem Adapter, voll den coolen Adapter für so Micro-USB, weil dann kann man quasi das Ding halt einfach programmieren, weil es ist sonst immer total mühsam. Und hier löst man dann direkt die Drähte an und Sache erledigt. Außer es ärgert mich das Ding, dann nehmen wir mal einen großen, dann nehmen wir mal einen 32er ESP. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir nehmen. Vorerst mal das Ding hier geplant. Ich habe hier schon mal einfach testhalber ein BMB 180, so ein Luftfeuchtigkeit- und Temperatursensor dran gehängt. Den bauen wir dann damit ein, irgendwie mit Drähtchen. Nummer 1. Dann habe ich uns bestellt einen wundervollen Waveshare, also alles Amazon, Waveshare-Artikel. Und zwar kann man hier unten einen Lithium-Polymer-Akku dranhängen. Ich habe hier zufällig einen gefunden. Der passt da auch genau rein. Dann habe ich nur rumliegen gehabt, der auch nicht aufgebläht ist. Einen habe ich gefunden, der war aufgebläht. Da kann ich hier oben eine Solarzelle anschließen und dann wird der Akku geladen. Und dann kann ich hier über USB irgendwie mein ESP anschließen. Dann braucht man 5 Volt. Dann muss ich den großen ESP nehmen, den Node MCU oder wie das Ding heißt, weil er hat einen USB-Anschluss. Das macht das Ganze dann viel, 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 viel einfacher. Solarzelle. Ich habe, Matthias war dabei, vor vielen, 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 vielen Jahren bei Pollen. Da war ich bei Pollen vor Ort. Und dann hat mir irgendwie der Chef an der Kasse eine Solarzelle angedreht. Und die liegt jetzt sicher seit, ich würde mal schätzen, 10 Jahre im Regal. Und jetzt hat sie endlich mal eine Anwendung gefunden. Die Solarzelle hauen wir damit drauf. Die hat 5 Watt bei knapp 18 Volt. Das kann man im Übrigen auch hier einstellen. Die hat einen MPPT-Tracker drauf. Da kann man hier unten im Prinzip einstellen, was für eine Spannung die Solarzelle denn hat. So, jetzt haben wir unsere Solarzelle mit Akku, damit wir eine Spannungsversorgung haben. Wir kriegen einen ESP, den oder einen 32er, weiß ich noch nicht. Dann habe ich uns noch so ein BH1750 bestellt. Das ist ein Helligkeitssensor, der misst im Prinzip die Lux, gibt er aus. Den kann man auch irgendwie mit an den ESP hängen. Und ich nehme definitiv den hierher, weil dann habe ich Micro-USB-Anschluss. Dann wird das Ganze leichter. Optimalerweise, ich habe hier noch Gehäuse. Ich habe ja mal im Shop so Gehäuse von Chemo verkauft. Wenn wir Glück haben, habe ich das hier zum Beispiel drin Platz. Man kann ja mal hoffen und hoffen und hoffen. Und man kann auch einfach mal absolut Glück haben, oder? Schaut es euch an. Schaut es euch an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, den Akku, den löte ich hier direkt an, weil das ist jetzt gerade zu perfekt, als dass ich... Boah, wobei... Ist ja noch perfekter, das passt ja sogar hier auf diese Bohrungen drauf. Glaubt's ja eh gleich. Wie viel Glück kann man haben? Also zumindest 2 von 4, aber das reicht ja mehr als dicke. Boah, man muss echt mal Glück haben. Dann tun wir nämlich das hier rein. So, dann kommt hier noch der ESP irgendwie mit dazu. Dann haben wir das hier alles schön aufgeräumt. Der Akku, der müsste theoretisch vielleicht sogar, wenn wir das Zeug da unten abzwicken, könnte der vielleicht sogar drunter Platz haben. Dann hauen wir den da drunter rein. Ist sie von der Höhe her.
Das ist schon, ja, das kleben wir halt mit, Zweifel kleben wir es halt mit Heißkleber rein, das ganze Zeug. Das Akku da drunter, den Halter, wenn das von der Höhe her so nicht ausgeht, tut sie nicht, den löten wir aus. Machen wir jetzt auf der Stelle. Und dann könnte man theoretisch den, könnte man es theoretisch doch so reinmachen und den Akku tatsächlich sogar hier direkt an die Plus und Minus von dem Batteriehalter dran löten. Da wäre jetzt total schmerzfrei, was das anbelangt. Der hat gerade nicht Platz hier, dann zwickt man mal da unten. Dann hat nämlich der Akku hier schön Platz. Das hat dann hier schön Platz. Und dann löst man das Ganze fest. Und dann ist das quasi wie wenn es dafür gebaut worden wäre. Absolut genial. Hier kann man dann irgendwie noch den USB einstecken. Da könnte man wahrscheinlich auch sogar hier irgendwo, hier gibt es sogar 5 Volt. Da könnte man vermutlich, da gehen wir sogar mit einem kleinen Kabel runter. Da tun wir gar nicht lang rum mit dem Micro-USB-Stecker. Da gehen wir hier einfach mit dem Kabel runter und fertig. Sache erledigt. Und dann sieht es doch gut aus, oder? Schaut es euch an. Vielleicht noch ein bisschen Silikon drumherum oder Heißkleber, irgendein Dichtmaterial, dass das Zeug dicht ist da drin. Und dann hat man hier doch ein Wund. Also ich bin. Kann mal keiner mehr was sagen. Irgendwo müssen wir noch mit dem Kabel rein von den Sensoren von hier. Den Helligkeitssensor würde ich dann auch gleich hier irgendwo hinkleben, weil transparentes Glas, Plexiglas, da haben wir hier auch kein Problem. Und dann müssen wir eigentlich hier nur noch mit dem Kabel runterfahren. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, den was ich jetzt schon wieder verloren habe, da, der da. Den würde ich hier irgendwo mit reinbauen, weil das ist ja dafür gedacht. Und dann tun wir halt das da irgendwo da unten dran. Und dann haben wir hier eine 1A Wetterstation, oder? Was sagt ihr dazu? Bin begeistert. Wir schrauben das Ding jetzt erstmal auf und schauen mal, was da so drin ist. Und freuen uns ganz vieler Dinge. Wir haben einmal einen Regensensor, wie viel es geregnet hat. Der funktioniert so, dass man da drin einen kleinen Löffel hat. Da tropft da oben das Regenwasser rein in den Löffel. Und wenn es schwer genug ist, weil genug drin ist, dann kippt das da aus, da hinten. Da, wo die ganzen Spinnennetze sind, kippt das dahin und dann kriegt man da wahrscheinlich irgendwo, ja da oben glaube ich ist ein Riedkontakt und da ist wahrscheinlich ein Magnet drin. Man hört es klickern, hört man das auch in der Mikrofon, Achtung. Man hört es klicken so ganz leicht. Schauen wir uns mal an, was passiert. So, oh. Da hängt ein Kabel dran schon mal, da muss ich aufpassen. Da oben der Windgeschwindigkeitsmesser. Hört man auch. Klack, 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 klack. Auch ein Riedsensor drin, mehr nicht. Das heißt, da haben wir 2 Kabel, die wir hier abzwicken. Das mache ich jetzt gleich, weil ich gehe da nicht auf diese Flachbandkabel drauf. Da haben wir 2 Kabel für den Riedsensor da oben. Könnten wir jetzt auch gleich mal testen, ob das wirklich so ist, wie ich das mir erwarte, dass das ein Riedsensor ist. Ein ganz normaler Riedkontakt. Kein Hexenwerk, nichts Besonderes. Aber die Mechanik ist toll. Wir haben die Mechanik, die können wir hernehmen. Das ist schon mal super. Hier weiß ich nicht, was drunter steckt, was da drunter versteckt ist. Für die Windrichtung. Wobei ich gestehen muss, dass Windrichtung so zu den Dingen gehört, die mich so mal 0, minus interessieren. Jetzt schauen wir mal rein, ich will wissen, wie das aufgebaut ist. Vermutlich einfach 8 Riedkontakte und ein Magnet. Noch viel cooler. Och, ach, och. Eieieiei. Uiieiei. Das ist ja mal richtig complicated. Boah, schaut es euch an. Jetzt müssen wir es jetzt genauer anschauen. Das habe ich jetzt auch noch nie gesehen. Hier in der Mitte eine LED, die vermutlich rundum wundervoll strahlen kann. Und hier rundum kreisförmig drum angeordnet, vermute ich mal, wird es sein. Ich zeige es euch jetzt mal in ganz groß. Kreisförmig drumherum angeordnet, vermutlich Photodioden. Unglaublich. Und jetzt haben wir hier unseren Drehnupsi
Für die Windgericht, für die Windrichtung. Und jetzt lässt der quasi, hoppala, und schon was verbogen. Und jetzt lässt der quasi hier, je nachdem, wo er sich hindreht, lässt er das Licht durch. Zusätzlich sind hier noch Stege, damit das Licht quasi auch so ein bisschen gelenkt wird. Also ich hätte jetzt alle möglichen Konstruktionen erwartet, aber das definitiv nicht. Bedeutet, wir müssen der Lampe, das ist mal viel zu kompliziert, der Lampe Spannung geben mit einem Vorwiderstand idealerweise, den müssen wir noch takten, damit das Ding nicht dauernd leuchtet und einen Stromhaufen braucht, damit der Akku leer wird. Dann müssten wir diese Fotodioden abfangen und das nur dafür, dass ich weiß, wo der Wind herkommt. Nee. Das ist mal ein Projekt für ganz viel, wenn man mal ganz, ganz, ganz viel Langeweile hat. Aber das tue ich mir ehrlich gesagt nicht an. Hier haben wir die zwei Kontakte für den Regensensor. Alles vergossen, also alles mit Lack überzogen. Also eigentlich, wie ich schon mal gesagt habe, es gibt eigentlich keinen Grund, dass sowas kaputt geht, weil es ist ja sogar lackiert auch noch, dass nichts kaputt gehen kann. Rein theoretisch. Dann schauen wir uns mal das Ding an und dann erzählt mir mal bitte jemand, was da jetzt kaputt gehen soll, weil ich wüsste nicht, was daran kaputt gehen soll. Hier links kommen der Windrichtungssensor rein, also hier mit ganz vielen Transistoren und so weiter. Hier unten irgendwo die Luftfeuchtigkeit-Luftdruckgeschichte. Dann hat man hier 3J4 irgendwelche Jumper, mit denen das Ding konfiguriert wird. Böse Zungen würden jetzt behaupten, damit konfiguriert man, wie lange das Ding hält, bis kaputt geht. Und darunter sind zwei Chips mit jeweils einem Quarz dazu. Mehr ist es nicht. Da oben ein bisschen Beschaltung, Ferrite, ein bisschen Schutzbeschaltung. Da kommt irgendwo die Spannung rein. Da wird das vermutlich, na, da ist nicht mal ein Step-Up, gar nichts drin. Und hier das Teil, eine wundervolle kleine Schweinchen-Schwanzantenne. Da vermutlich ein bisschen Antennenbeschaltung. Sieht man hier ein paar Spulen, das weiße sollten Spulen sein. Also eigentlich jetzt nicht großartig was Weltbewegendes. Und wie man sieht, die Antenne ist vermutlich noch gleich lang wie vorher. Oder sie hat natürlich da oben vielleicht einfach ein paar Verschleißdinger gehabt, dass einfach die Elektronen hier die Antenne mitgenommen haben. Und deswegen geht es natürlich nicht mehr, deswegen geht es kaputt, so eine Wetterstation. Jetzt schauen wir noch da vorne rein. Denn da würde ich ja gern meinen anderen Sensor verbauen. Der geht nämlich hier raus, der Sensor. Und ist hier einfach direkt draufgeklebt. Und das ist so ein kombinierter Luftfeuchtigkeit-Temperatursensor mit so einer halbdurchlässigen Wand da. Und da sieht man jetzt da dahinter, ist der Sensor verbaut. Den brechen wir jetzt da einfach raus, wenn der Kleber weggeht. Ja. Kleber ist weich, das kriegen wir hin. Und dann kleben wir da an der Stelle einfach unseren, da ist ja eh, BMW 180 ein, denn das ist auch das wieder, ja, wieder für gemacht. Jetzt werde ich aber erstmal hier ein bisschen rumarbeiten. Ihr könnt es wundervoll im Zeitraffer zugucken und wir sehen uns dann, wenn ich fertig bin. Das glaubt mir jetzt auch keiner, dass das Ding da genau in diese Stege reinpasst. Es ist einfach, man kann einfach ab und zu Glück haben. Und dann ist der Sensor hier wundervoll verbaut, guckt hier noch so ein bisschen raus und hat hier dann noch diesen Regenschutz-Dingszeug drumherum und alles. Also absolut, absolut perfekt.